Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal Part 7575. Heute wieder im schönen LS19 auf der Voralpen-Map bei Tune War. Ja, ich bin jetzt hier mal im Dorf, mal wieder gucken, was hier Neues gibt. Ich war jetzt in letzter Zeit nur auf den Feldern. Aha, da hinten hat sich irgendwas ergeben, da hat sich irgendwas hin. Also was hin? Irgendein Haufen. Oder ist das Fels? Wow, haben sie eine weggesprengt scheinbar. Ja, ein bisschen was. Links. Hallo, Servus. Hi. Ah, die Molkerei hat noch nicht offen. Okay. Ja gut, wir haben eh noch keine Kühe und keine Schweine. Dann würde ich sagen, nachdem wir uns mal einen Kaffee gegönnt haben, machen wir mal einen kleinen Spaziergang. Hi, Servus. Hallo, schöne Frau. Juhu, hi. Hallöchen. Alles klar? Wann kommst du mal wieder zum Aushelfen? Beim nächsten Mal? Okay, danke dir. Oh, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo wir hochkommen auf meinem Weg. Genau, dann schauen wir mal, was die Hühner schon hinterlassen haben, ob wir da vielleicht schon Eier wegfahren können. Oh, ich sehe gerade, hier haben wir noch nicht angesehen. Machen wir mehr Weiß rein, oder? Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch das Feld hier. Halt, ist überhaupt das alles runtergelassen? Ja, müssen wir zu weit hinten, gell? Zurück. Wollte ich nicht, ich wollte eigentlich vor. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Feld hier. Sehen wir mal Mais noch an. Ich hoffe, es reicht hier. Von den Saatgut und das Ganze. Und dann schauen wir mal. Ah, den Fett haben wir auch noch da stehen. Da war ich ein bisschen zu faul, den wegzuräumen. Also, alles gut. Jetzt muss erstmal dieses Feld noch gemacht werden. Dann müssen wir mal schauen, vielleicht holen wir uns dann die, wie soll ich sagen, boah, der rutscht ganz schön weg hier am Berg. Holen wir uns dann Schweine und Kühe noch. Heute uns die Tiere holen. Ich lasse dann liefern auch. Und dann können wir die erste Grundversorgung machen, dass das alles passt, und dann kann man die Tiere auch schon. Ich glaube, das wollte ich eh beim letzten Mal schon machen, aber da bin ich ja, glaube ich, nicht mehr dazu gekommen. Verkehrte Taste gedrückt. Mei, das passiert. Ich glaube, so zwei Vorgewände müssten reichen, und dann können wir mal auf und ab fahren, wenn es ist. Hier oben ist ja genug Platz, nur bei dem. Ja, ich glaube, ich fahre auf und ab, da rutscht dann nicht so. Merkt ja, wie der weggeht. Aber unten braucht man noch ein bisschen mehr Platz, dann ein Vorgewände mehr. Genau.
Ja, hier braucht er nicht so viel Gas, das merkt man, da lässt er bloß rollen. Aber es ist schon Wahnsinn. Ja, sonst gibt es bei mir nichts Neues. Der PC ist jetzt endlich wieder aus der Reparatur da. Genau. Und dann schauen wir weiter. Ja, da braucht er richtig Kraft. Ja, die Kindsköpfe, der Olli, der Hans, der Kai, der Lars, ich, wir spielen ja auch hier auf dem Server auf der Voralpen. Macht richtig Spaß. Wir sind zwar im Moment mehrere im Arma 3 teilweise gemeinsam unterwegs als im LS, aber trotzdem ist es noch so, dass wir diese Map spielen und es immer noch richtig Spaß macht mit den Leuten. Also, ich möchte sie nicht missen. Genau. Neuigkeiten gibt es nicht, die Arbeit ist immer noch dieselbe, immer noch viel zu tun bei uns, also von dem her. Ja, da wird er schon richtig laut, weil er Gas gibt, gell? Und trotzdem noch wegrutscht. Ich glaube, ich mache es jetzt so, als dass ich den Arm umdrehe, bin ich genauso schnell, als wenn ich umdrehe wahrscheinlich. Ich muss ja bloß richtig ranfahren. Ich mag ihn richtig gern, ich liebe ihn. Was auch noch schön wäre, wäre ein richtig schöner Unimog mal. Also das wäre auch noch was Nices, wenn mal jemand einen Unimog jetzt langsam macht. Ich habe zwar bei den alten noch die Unimogs noch nicht genommen, LS17, aber da gibt es auch schöne. Aber wäre auch mal was, hier auszuprobieren. Dann auch noch mal schauen, schnell, ob der überhaupt gedüngt hat. Ja, 100% sind es dann. Was, plus 73% gedüngt? 100%, ne, passt schon. War nicht, dass ich das umsonst jetzt mache. Das wäre auch nichts. Wenn, dann hätte ich halt jetzt hinterher düngen müssen. Mit Kunstdünger oder noch mal so drüber fahren, aber das wäre jetzt auch nichts gewesen mit Mist. Ich glaube, ich habe ja hier geodelt gehabt, also mit Gülle gedüngt, was ich jetzt noch nicht im Kopf habe, und von dem her müsste das passen. Wenn der Kreiswerk kleiner, deswegen muss man ein bisschen zurückfahren jetzt. Aber das passt auch. Und wir sind gleich fertig.
Ja, ich bin am Überlegen, ob ich denn vielleicht irgendwo was mache mit einer kleinen Geschichte. Aber da bin ich nicht so gut. Da ist der Olli perfekt, der Olli1340. Also, den seine Videos sind auch richtig schön, die könnt ihr euch gerne anschauen. Der macht auch richtig schöne Geschichten draus. Also, nur ich kann das irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich probiere es immer wieder mal, mach ein paar Aufnahmen. Aber irgendwie gefällt mir das dann im Hintenrein nicht. Also von dem her. Naja, muss ich mal gucken. Vielleicht, wenn mir mal was einfällt. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann fahren wir die weg hier. Machen die auch mal, ja, gut sauber. Genau. Der war da hinten, genau. Den hatte ich hier hergestellt am Durchgang. Einmal raus. Zack. Dann machen wir mal in dem B-Drag alles sauber schon mal. Ja, schaut ja auch schon aus. Sagen, das passt. Da vorne, jetzt habe ich hier schon wieder umgeschalten. Da siehst du fast nichts, gell? Gehört dann wieder hier rein. Stellen wir aber weg. Stellen wir mal den B-Drag wieder weg. Den stellen wir wieder hier. Dann holen wir den Fendt gleich noch. Machen den auch noch sauber. Genau, dann laufen wir schnell runter zum Fendt. Da steht er ja eh schon. Ja, finde ich auch richtig schönes Teil. Gefällt mir. Den machen wir dann auch noch gleich sauber. Fast ein bisschen zu weit vorgefahren, gell? Da kann ich einmal rundherum laufen, das passt schon. Vor allem der Tiefenlockerer, ja, der hat jetzt einige drei Felder gemacht. Da bleibt schon Dreck hinten dran hängen. Gut, dann gehört der auch wieder da rein. Stellen wir dann praktisch hierher in die Ecke wieder. Dann kommt der auch hier rein. So, wollen wir schauen, haben wir so einen kleinen Hänger? Ja, wir haben so einen kleinen Hänger. So, dann, wie machen wir es jetzt? Wir müssen jetzt, würde ich sagen, machen wir als erstes mal die Schweine. Holen wir uns als erstes mal Schweinchen. Da brauchen wir jetzt das Gewicht nicht dafür. Ich kann jetzt, na, das wollte ich nicht. Obwohl, der müsste eigentlich hier hinten so ankuppeln. Geht doch bei dem Hänger.
Ja, das geht doch. Sehr schön. Fahren wir einmal zu den Schweinchen. Aber ich muss noch die. Dann sagen wir schnell. Die Schaufel austauschen, glaube ich. Genau. Weil ich brauche ja jetzt Ballen. Dann später. Dann holen wir jetzt die Schweine. Einfach mal den Schnappschuss machen. Genau, dann hängen wir die ab. Hängen die andere Schaufel den hier an. Boah, ich muss ihn hier wieder näher hin, weil sonst sehe ich nicht, wo ich hinfahre. Ach, die Schafe haben auch schon was hinterlegt. Ja, genau, bei den. Ich wollte eigentlich bei den Schafen und bei den Hühnern schauen, ob die schon was haben, aber da ist ja das Sehen dazwischen gekommen. Genau. So, dann würde ich sagen, hängen wir mal an. Schauen mal darüber. Dann kaufen wir uns oder bestellen wir uns mal ein paar Schafe. Ein paar Schafe, sage ich ja. Schafe haben wir ja schon. Ein paar Schweinchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Von jedem fünf Stück würde ich sagen. Gut, schauen wir mal, ob ich fünf Stück gefunden habe. Schweinchen, Schweinchen, wo sind sie denn? Ah, bei Schwarz habe ich bloß vier, da muss ich noch ein schwarzes kaufen. Bestätigen. So, jetzt habe ich überall fünf. Genau, was braucht man jetzt? Jetzt brauchen wir Wasser, jetzt brauchen wir Stroh. Wir brauchen Mais, Weizen, Gerste und so weiter. Gut, dann fahren wir das jetzt als erstes mal hin. Das haben wir ja normalerweise alles im Silo drin. Genau. Fangen wir mal mit dem. Ja, ich muss ja einmal rumfahren, stimmt. Passt schon, habe ich richtig gedacht, nur ich muss hier zum Aufladen rein. Genau. Weizen. Machen wir Sojabohnen. Machen wir als erstes Sojabohnen. Dann kriegen die gute Sojabohnchen. Genau. Kriegen sie einmal gute Sojabohnchen. Das passt. Da tummeln sie sich ja schon. Das war aber eine prompte Lieferung. Muss ich bloß wieder aufpassen wegen am Frontlader. Genau. Dann muss ich bloß schauen, wo ich dann einfüllen kann. Oder drück, der Mais, der Drücker, den Hammer, jawohl, perfekt. Bin mal gespannt, ob der passt. Ja, der passt. Der geht. Nicht gut, nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich muss die Abladeseite ändern. Abladeseite ändern. War das wieder? Ja, ich habe so viele abkippen Abladeseite, das ist hier links. Das ist ja eigentlich wurscht. Links, rechts brauchen wir ja gerade zu rechts.
Ja, das habt ihr jetzt mitbekommen, das war jetzt wegen nicht so gut. Ja, jetzt hänge ich hier ein bisschen. Aber ich komme raus, das geht. Müssen wir bloß gucken, wie viel die Schweine schon haben. Ob wir da. Ah, die brauchen noch was. Okay. Also ich schätze mal, dass die so 16 bis 20.000 brauchen. Also dürfen wir noch was reintun. Ja, hier wieder rüberfahren, genau, weil sonst. Ja, mache ich mir meine ganzen Reifen kaputt dabei. Ja, ja. Also wir haben jetzt 12 drin. Machen wir noch mal einen voll. Das passt dann schon. Also die Hühner haben noch nichts. So, jetzt muss er noch zur Seite kippen. Ja, das passt besser. So, ich, ja, 6.000, also 18.000 sind es. Okay. Dann brauchen wir jetzt Weizen oder Gerste, Mais und Kartoffelchen. Hauen wir das jetzt erstmal weg hier. Kippt man wieder ins Silo ein. Genau. Da tun wir jetzt die Abrichtung nicht ändern, weil sonst vergessen wir das wieder. Dann haben wir gesagt, machen wir als erstes, machen wir einmal komplett Weizen und einmal Gerste. Dann haben sie eine Mischung, würde ich jetzt sagen. Muss hier langsam reinfahren, vor allem im Frontlader. Also ich finde, das habe ich gut hingebracht hier. Ein paar Kleinigkeiten färben wir immer wieder auf, die will ich immer noch ausbessern. Aber gefällt mir trotzdem so. Und jetzt werden wir ein bisschen Gerste nehmen, dass wir das ein bisschen verteilen. Dass die auch gemischt haben. Den Rest schütte ich einfach wieder zurück. Wir haben ja eh fast so viel für alles da, dass wir die komplett versorgen können, wie es ausschaut. Oh, das war zu schnell. Also das scheint ziemlich gut zu sein. Passt ja dann. Dann brauchen die bloß noch dann Wasser und Stroh. Und dann sind die Schweine glücklich. Jetzt brauchen wir noch Weizen, Mais und Kartoffelchen, Wasser und Stroh. Ja, das ist doch gut. Sind sie dann glücklich hoffentlich. Dann können sie schöne Schnitzelchen werden.
Ja, jetzt ist halt das, man nimmt halt immer wieder auch zu viel mit, da muss man wieder zurückschütten. Und von dem her. Gut, dann brauchen wir jetzt mal Mais, da werden wir zweimal Mais holen müssen. Ich hoffe, ihr habt Mais drin. Ansonsten muss ich warten. Aber ich gehe mal davon aus. Mais, jawohl. Ich glaube, ich muss mir hier noch einen anderen Hänger holen für den Güldner. Obwohl der eigentlich jetzt ziemlich geht hier. Aber ich habe einen anderen entdeckt. Ich hoffe, dass der hinhaut. Aber der hat halt nicht ganz so viel Kapazität, oder? Muss ich mal gucken. Der ist etwas älter, ist aber ein Deichsel und das mag ich nicht so. Vielleicht finde ich ja noch einen Tandem. Einen hätte ich schon gefunden, aber der schaut irgendwie nicht ganz so gut aus, finde ich. Naja, muss ich mir mal anschauen. Brauchen wir jetzt noch einmal Weizen, Mais, nicht Weizen. Genau. Hier machen wir jetzt auch voll. Was drüber ist, gehen wir wieder zurück. Es ist das Einfachste, als wenn ich jetzt hier dauernd da hin und her vor, einfach voll machen und dann nochmal, weil ich muss ja sowieso jetzt auch noch Kartoffeln oder Zuckerrüben holen, da muss ich schauen, was ich drin habe. Hey, die läuft mitten durch die durch den Zaun durch, auch nicht schlecht. Hoppala, hängen geblieben. Das war nicht so gut. Dann haben wir jetzt den Rest Mais, dann sind nämlich die auch und die Kartoffeln brauchen wir noch. Genau. Schauen wir, ob wir noch Kartoffelchen haben. Ansonsten müssen wir irgendwie gucken, wo wir welche herkriegen. Ich hoffe, dass ich Kartoffelchen oder Zuckerrüben habe. Da waren Kartoffeln, oder? Kartoffeln! Perfekt. Schweinefutter hätte ich sogar gehabt, oder? Ne, habe ich nichts drin. Nee, da müssen wir jetzt Kartoffelchen nehmen. Aber da werden wir nicht so viel brauchen, weil meistens Kartoffeln brauchen sie meistens weniger. Aber lassen wir uns überraschen. Da irgendwas drin, wo man die Zeit ein bisschen schneller machen kann, aber das muss ich erst mal herausfinden, wie das ganz gange ist. Welche Tastenkombination das nochmal war. Mit dieser Feineinjustierung. Genau. Muss ich erstmal gucken. Jo, Kartoffelchen eintun.
Oder brauchen die doch komplett? Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise brauchen die doch immer etwas weniger Kartoffeln. Oder Zuckerrüben. Warte, müssen wir nochmal welche reinfahren. Kartoffeln. Kann man mal schauen in der Zwischenzeit. Genau, ja, die brauchen auch fast 16.000 Kartoffeln dann scheinbar. Wasser und Stroh brauchen sie dann noch. Okay. Ja, ja. So kann man sie täuschen. Die Kühe werden wir wahrscheinlich noch nicht ganz so viel haben, dass wir alles neu bringen an Silage und so weiter. Da muss man uns überraschen lassen. Ich habe zwar schon einiges, aber noch nicht ganz so viel. Also die Ballen und das da hinten haben wir ja. Aber ich bin gespannt, ob die reichen. Ansonsten müssen wir halt das machen, was wir machen können. So viel sind es nicht. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Die Kartoffelchen wieder abladen. Ich würde sagen, dann lassen wir mal den Hänger jetzt dann gleich mal da drunter stehen. Je nachdem. Genau, weil dann können wir nämlich jetzt schon mal das Wasser auffüllen, da ist der Wasserwagen ja gleich da vorne. Und danach machen wir Stroh, das müsste ich ja normalerweise so reinfahren können. Wasser gehört dann hier vorne her. Gut, das werde ich wahrscheinlich noch mal auffüllen müssen, gehe ich davon aus. Oder nee, doch nicht. Okay, passt, das reicht sogar. Dann machen wir jetzt noch das Stroh, dann haben wir die Schweine auch schon hinter uns. Stellen wir wieder zum Wasserplatz hin. Dass ich den Brüssel wieder abholen muss beim nächsten Mal, wenn ich dann zu den Kühe fahre. Machen wir den gleich voll. Dann lassen wir gleich voll füllen. Holen wir gleich das Stroh für die Schweine. So, Stroh haben wir hier. Hey, wo willst du hin? Genau. Na, zurück. Fahren wir mal von dieser Seite rein. Mal ein bisschen mehr Platz zum Ausholen.
glaube, irgendwo hier muss es sein. Genau. Jetzt hängt es so. Ah, nicht schlecht. Also hängst du. Ja, denen schmeckt es ja schon. Das ist ja Wahnsinn. Muss ich das... Das geht doch normalerweise, dass das da einfach reinfällt. Dann muss ich jetzt dort auch den Dingsballen anholen zum Einfüllen. Okay, da muss ich dann doch einen anderen holen. Schieben wir das mal hin, vielleicht geht's. Und dann muss ich so einen Einstreuer holen, okay. Schade. Und jetzt mit dem Einstreuer mache ich dann danach. Ich weiß gar nicht, ob ich einen überhaupt. Muss ich schnell gucken, ob ich den schon geholt habe. Nein, den habe ich noch nicht. Dann können wir den eigentlich gleich schon mal bestellen. Das ist er. Gaufen, Gaufen, okay. Den wieder daher. Okay, gut, dann legen wir den jetzt hier mal ab. Na, hole ich den jetzt schnell mit dem Güldner. Der ist unten, deswegen wollen wir nicht. Fahren wir schnell zum Händler und holen wir den Einstreuer. Und dann können wir mit dem Deutz, wenn es ist, die Sachen einfüllen. Und mit dem Güldner dann einfahren. Ja, diese Straße, wie ich euch schon gesagt habe, habe ich selber gebaut. Kann man einfach runterdüsen. Kommt nichts, dann düsen wir weiter. Ich glaube, man kann Dings einfüllen, wenn es nicht gepresst ist, dann geht's. Ich hoffe, der haut jetzt hin. Ach, der unten umgehängt. Das ist nicht gut. Na, das ist eigentlich nicht so gut, aber das ist mir jetzt egal. Man hätte eigentlich hinten anhängen sollen am Gewicht. Na, macht er nicht. Okay. Das ist auch nichts hier. Das Gewicht kann ich jetzt aber nicht vorne anhängen. Wie machen wir es denn? Dann muss ich einen anderen holen. Mit dem wieder zurück und einen anderen holen. Das ist natürlich jetzt Scheibe. Dass der nicht am Gewicht anhängt.
Ja, mal macht das, mal nicht. Also, das ist immer unterschiedlich. Ja, fahr mal mit dem MB-Draht schnell runter. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe bis jetzt noch keine Halle hier geholt, vielleicht baue ich ja mal noch eine. Aber weiß ich jetzt noch nicht. Mir waren jetzt die Tiere und so weiter erstmal wichtiger. Und von dem her. Da kommt meistens nichts. Hier muss man mal etwas langsamer machen. Aber da kommt auch nichts, ja. Können wir jetzt da auch gleich die Kühe mitmachen, wenn es ist. Schauen wir mal. Hat schon einen schönen Sound, der MB-Truck. Hat mir gefällt er. Das ist das Schöne, hier kann man richtig gut drauf düsen. Fahren wir gleich hinter. Schauen wir da mal her. Dann machen wir das hier mit dem Deutz. Hoppala. Irgendwie passt die Farbe nicht ganz zusammen. Hm? Das ist ja auch komisch. Naja. Das war nicht gut. Ach, der ist noch nicht eingestellt. Okay, der ist eingestellt. Also irgendwas stimmt da nicht. Ach, on. So, jetzt aus. Und jetzt muss ich diesen einen hier treffen. Was ist denn da los? Ach, das ist die verkehrte Gabel, deswegen. Das ist die mit Autoload. Das ist nicht gut gewesen. Das ist die mit Autoload. Die brauche ich ja jetzt nicht. Naja, haben wir fast gedacht, dass ich drüber hinaus bin.
Nehmen wir diese hier. Jetzt ist die auch noch runtergefallen, aber das ist jetzt auch egal. Ja, dann schauen wir mal, dass wir den reinbringen irgendwie. Wahrscheinlich muss ich anders hinfahren. Ja, wahrscheinlich. Habe ich mir jetzt natürlich Scheibe aufgeladen, gell? Vielleicht klappt es so. So müsste es doch hinhauen. Wieso fällt er nicht? Meine Herren, jetzt war er fast reingefallen. Und jetzt raus. Jawohl. Gib doch. Gleich mal zwei rein, wenn es geht. Ja, er bleibt drauf, das ist das Wichtigste. Gut, dann einmal in den B-Druck rein. Halt, ich muss andersrum rein. Na komm. Ja, wo hänge ich denn? Mal den oberen können wir dann noch ein bisschen nachhauen. Ich weiß, es kommt ein bisschen laut, aber zurückstellen ist es auch blöd. Wie viel brauchen sie denn noch? Okay, einen Ball brauchen sie noch. Da muss ich den oberen, wenn es geht, ein bisschen zurücknehmen. Ein bisschen zurückstupsen. Na, voll rein. Meine Herren. Entschuldigung. So, jetzt kommen wir runter, oder wie? Hallo? Jetzt kann ich mir noch eins machen, schnell hinten öffnen. Da geht doch irgendwie zum Öffnen. Nix. Ja, das ist das, wenn man nicht alles gleich sauber vorbereitet. Wieso kann ich den nicht nehmen? Hallo, haut der mir die Schnauze, die Türe vor der...
Ha, hat mir nichts hingehauen. Aber meine Nase ist platt. So, dann sollte ich gleich zu den Kühen reinfahren. Und die brauchen ja auch was. Aber die muss ich ja erst noch kaufen. Stroh ist bei den Kühen da irgendwo. Dann laufe ich schnell raus und kaufe die Kühe. Das ist auch bestell sie. Das ist irgendwo hier. Dann machen wir auch überall 5. Außer diese Braham, die mache ich nicht. Bestätigen. Dann gucken wir mal, wie viele Kühe wir gekauft haben. Kühe sind 555, das passt. Die Schweine sind jetzt in Ordnung. Und dann können wir hier einsteigen und den Drücker für das Stroh suchen. Stroh ist hinten. Bin ich schon vorbei. Stroh passt. Aber wir haben ja einiges reinhauen jetzt. Aber ich sehe schon, in diesem Sinne, mit diesen Bildern, werde ich mich jetzt verabschieden von euch. Genau. Weil die Kühe machen wir dann beim nächsten Mal fertig. Und somit sage ich euch wieder ein recht herzliches Dankeschön, dass ihr mir heute wieder diese nicht ganz Stunde zugeschaut habt. Ist halt mal ein ganz kurzes Video, oder ein bisschen kürzeres Video. Ein paar Minuten. Genau, weil dann machen wir die Kühe beim nächsten Mal fertig. Ich sage euch wieder recht herzlichen Dank. Einen ganz lieben guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Guten Tag, je nachdem wann ihr das anschaut. Wir sehen uns bei meinen anderen Projekten oder hören uns bei meinen anderen Projekten. Euer Part 7575. Tschö, tschö.